Als wir zwischen 2007, wo Hammer rauskam, und 2012, sage ich mal, alles, was wir in diesem Zeitraum damals released haben, alles war ein Hit. Und in dieser Zeit hatte ich so privat die einsamste Zeit meines Lebens, weil ich hatte immer so eine Alarmglocke überall, wo ich hingegangen bin. Mhm. Rede ich jetzt mit der, nehme ich die mit nach Hause, was ist, wenn die dann erzählt, ja, der hat mich irgendwie das und das gemacht und so, und dann ruft sie die Polizei oder keine Ahnung. Zum Glück ist das nie passiert. Ja. Ich glaube, das ist so ein Augenhöhe-Ding. Also ich will ja, wenn ich jemanden kennenlerne, genau das so, dass man beide genauso wenig voneinander weiß, genauso wenig voneinander kennt und dann zusammen sich kennenlernt und findet, okay, wir haben dieselben Interessen, wir haben das und das. Wenn man nichts über euch weiß, ist es einfach cooler, dass wir beide so im Ungewissen uns kennenlernen, anstatt dass einer so einen riesen Vorsprung hat. Wir hatten halt eiserne Regeln, wo uns noch nicht 50 Leute gehört haben, haben wir gesagt, wir machen nicht irgendwie was mit Fans, nehmen niemanden Fremden in den Tourbus und so weiter, feiern nicht irgendwelche komischen Partys, dies, das. Und das haben wir bis heute durchgezogen und fast 21 Jahre lang skandalfrei. Und da bin ich stolz drauf. Weil du musst dir vorstellen, für mich ist